Ja, hallo meine Lieben. Heute mache ich ein Video zu einem aktuellen Thema. Und zwar geht es darum, wie wir im Augenblick, wenn wir zum Beispiel einen Mundschutz tragen, uns schminken können. Von da aus sollten wir gerade jetzt, wenn ganz viel von unserem Gesicht verdeckt ist, besonders Wert auf die Augenpartie legen. Also das heißt, unser Gegenüber sollte viel von unseren Augen sehen. Wir sollten unseren Augen mehr Ausdruck verleihen, so dass wir sympathisch aussehen, auch wenn mein Gegenüber halt mein Lächeln nicht sehen kann. Und was ich da vorschlage, was für Farben man nehmen sollte und wie man sich schminken sollte, da steigen wir jetzt in das Thema ein. Als erstes benutze ich den transparenten Puder aus der Lux-Serie. Wie ihr seht, staubt es ein bisschen und trage es wirklich hier im oberen Bereich am meisten auf. Als nächstes, wenn ihr noch seht, ihr habt ein bisschen Augenschatten oder dunkle Stellen, dann könnt ihr einen Concealer verwenden, um diese Stellen aufzuhellen. Also bei mir ist das jetzt hier. Ich schaue jetzt hier in den Spiegel, deswegen schaue ich euch nicht an. Und hier. Und ich gehe auch immer so ein bisschen am unteren Wimpernrand entlang, einfach um den Blick so ein wenig aufzuhellen. Genau dasselbe mache ich jetzt hier unter den Brauenbögen und am oberen Steg der Nase und auch im inneren Augenwinkel. Jetzt blende ich es aus und fixiere es nochmal mit etwas Puder. Jetzt betone ich die Augenbrauen und ich ziehe sie halt nicht gerade, also diesen Boyish-Style nicht, sondern ich lasse sie hochschwingen, sodass es den Blick öffnet und ein geöffneter Blick wirkt immer auch freundlicher. Auch jetzt wieder mit etwas Puder fixieren. Und jetzt ziehe ich mit dem schwarzen Kajal den äußeren Augenwinkel nach oben, sodass es auch wieder das Auge freundlicher macht. Es hebt den Blick. Jetzt die Wimpern schön kräftig tuschen und schön die Wimpern auch biegen, damit es wieder das Auge öffnet. Und der letzte Schritt ist der Highlight Powder Moon. Es reflektiert jetzt ein bisschen von dem Ringlicht hier vor. Und der Highlight Powder, den benutze ich, um nochmal alle Partien, die ich eh vorhin schon mit dem Concealer aufgehellt hatte, außer hier unter dem Augen, nochmal aufzuhellen. Also nochmal den Blick zu öffnen. Et voilà, fertig ist das Make-up für unsere Mund- und Nasenmaske. Und wie ihr seht und schlecht hört, weil man dadurch ja doch ein bisschen in dem Ton gedämpft wird, sieht man direkt ein bisschen aktiver aus. Man ist ausdrucksstärker im Augenbereich und das Gegenüber kann einfach ja, besser deuten, welche Laune man hat und dass man freundlich ist. Denn in den heutigen Zeiten ist es besonders wichtig, dass wir alle zueinander halten, dass wir rücksichtsvoll zueinander sind und dass wir das Beste von uns durchscheinen lassen und die Seele aus den Augen leuchten lassen. Bis dahin, bleibt gesund und bis bald. Tschüss.